So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich versuche mal, mich halbwegs kurz zu fassen, möchte aber trotzdem alle Details nennen, denn ich habe jetzt lange getestet und möchte meine Langzeiterfahrung zum Ausdruck bringen zur Thermarest Neo Air X-Therm. Ich habe keine andere Thermarest-Matte, kann also das Ding nicht wirklich mit den anderen vergleichen, die es da sonst noch so gibt. Ich sehe auch ehrlich gesagt die Notwendigkeit nicht, noch eine andere Thermarest-Isomatte zu besitzen, weil das da ist für mich jetzt, um das Fazit schon mal vorwegzunehmen, ihr werdet also nicht hören, die ist scheiße, ihr werdet hören, dass die ganz, ganz toll ist und warum. Ja, und für mich ist es die optimale Isomatte, und wenn in den nächsten Jahren nicht irgendwas ganz gravierend sich ändert, dann werde ich für die nächsten Jahre auch weiterhin diese Isomatte verwenden und mit der super, super glücklich und zufrieden sein, dass das ganze Jahr über. Weil das ist wirklich für eine Iso, meiner Meinung nach, kommt es der eierlegenden Wollmilchsau noch mit ein paar kleinen Updates sehr, 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 sehr nah. Ja, also hier zum Beispiel, da steckt so ein komisches Plastikdingens über dem Ventil. Das ist ein wesentliches Update. Ja, das macht sie noch mal viel angenehmer und stressfreier in der Anwendung. Funktionieren tut es auch ohne, ja, gar kein Problem, aber angenehmer und stressfreier, sehr. So, ja, die Thermarest Neo Air X-Therm ist die leichteste warme Isomatte auf dem Markt, also leichteste wirklich warme Isomatte auf dem Markt, hat von allen Isomatten, die es gibt, das beste Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis. Soll heißen, keine andere Matte, die so warm ist, ist auch nur ansatzweise so leicht, beziehungsweise keine andere Matte, die so viel wiegt wie das Ding, ist auch nur ansatzweise so warm. Da kommt lange, lange niemand dran. Es gibt eine wärmere Isomatte, das ist, glaube ich, die Expat Down Mat oder Down Mat oder wie auch immer man die jetzt korrekt aussprechen mag. Sie stammt eigentlich aus der Schweiz vom Design her, also müsste sie dann Medley heißen. Ich weiß es nicht. Die Schweizer haben ganz großartige, also Expat in diesem Fall, haben wirklich ganz großartige Ideen gehabt für das Design ihrer Isomatten. Das gefällt mir grundsätzlich auch besser als bei Thermarest. Nur hat Thermarest scheinbar offensichtlich die richtige Thermotechnologie in ihren Matten verbaut, dass sie bei wenig Gewicht einfach eine unglaublich warme Matte hinbekommen. Die wiegt etwas über 400 Gramm. Sie hat einen R-Wert von etwas über 5. Damit kann man bis weit unter minus 20 Grad komfortabel übernachten. Und ganz ehrlich, ich will nicht bei weit unter minus 20 Grad übernachten wollen. Und dementsprechend reicht dieser R-Wert immer. Ja, also ich kann mir keine Situation, wo ich noch rausgehen will, vorstellen, bei der diese Matte nicht warm genug sein sollte. So, und jetzt ist das Schöne, bei Isomatten ist es anders als bei Schlafsäcken so, wenn die super, super warm ist, naja, dann deckst du dich im schlimmsten Fall weniger zu. Aber man kann die auch im Sommer verwenden, problemlos. Das macht überhaupt nichts. Das ist eine Vier-Jahreszeiten-Isomatte theoretisch. Wenn es sowieso schon warm ist, auf das Ding drauflegt, dann spürt man sofort, wie die Körperwärme zurückreflektiert wird und man kriegt sofort einen warmen Rücken. Fast schon wie eine Wärmflasche gefühlt, wenn es eh schon warm ist. Ja, wenn es sehr kalt ist, dann tritt dieser Effekt jetzt nicht ganz so deutlich auf. Aber das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Und vielleicht ist das für ausgesprochene entweder Rücken- oder Bauchschläfer bei sehr hohen Temperaturen, also wirklich Nächte über 20 Grad, ein bisschen unangenehm, dass man dann an der eigenen Matte festklebt wegen Schwitzen und so weiter. Da ist vielleicht wirklich eine Temperaturobergrenze erreicht. Aber bei Nächten um die 14, 15, 16 Grad, und ich denke, das werden doch die allermeisten Nächte, bei denen man draußen pennt, noch sowas in dem Dreh sein. Also zumindest bei dem, was ich so vorhabe, oder halt kälter, entweder kälter oder ungefähr diesen Wert, stört mich das nicht. Ich bin aber auch Seitenschläfer, und da muss man eben dazu sagen, wenn du Seitenschläfer bist, liegst du ja mit relativ wenig Körperfläche eigentlich auf der Matte auf. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man dann nicht so viel Körperfläche eben auch mit dieser sehr, sehr warmen Thermomatte in Verbindung bringt und noch reichlich Körper übrig hat, der eben dann Wärme abgeben kann, falls es einem zu warm werden sollte im Laufe der Nacht. Ja, aber wer ein ausgesprochener Rücken- oder Bauchschläfer ist, da gibt es sicherlich eine Temperaturobergrenze irgendwo. Dann irgendwann, ja.
Wen das jetzt nicht abschreckt, dann ist es definitiv eine Vier-Jahreszeiten-Matte und ich hatte sie auch eben in besagten Vier-Jahreszeiten im Einsatz, war in allen Vier-Jahreszeiten sehr zufrieden damit. Ich hätte sie mal gerne bei richtig kalt getestet. Richtig kalt hatten wir in den letzten 2 Jahren leider nicht. Ich glaube, bei -4 war schon Schluss. Kälter habe ich noch keine Nacht gefunden, wo ich das mal hätte noch besser ausprobieren können. So, jetzt, ja, es ist eine Isomatte. Ja? Es gibt 2 wesentliche Gründe, weshalb man diese Isomatte eventuell nicht haben möchte. Grund Nummer 1, den ich gut verstehen kann, das Teil ist sauteuer. Ja, das ist, wie gesagt, die Matte mit dem besten Wärme-zu-Gewichts-Verhältnis, die es gibt. Das lassen sie sich bezahlen. Die kostet über 200 Euro und das für eine Isomatte, das tut schon richtig weh. Muss man schon wissen, ob man so ein Ding wirklich haben möchte. Und wenn man es haben möchte, dann hat man hoffentlich vor, es ganz lange Spaß damit zu haben, damit sich diese Investition rechnet, weshalb ich auch den Teufel tun werde, mir in nächster Zeit irgendwelche anderen Isomatten zu kaufen. So, zweites Argument, weshalb man die vielleicht nicht haben will, die ist nicht besonders groß. Also nicht besonders, von der Fläche her nicht besonders geräumig, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich Absicht, damit das Gewicht schön gering bleibt. Man hat nicht auf Isolationsdicke verzichtet, man hat dann halt aber dafür einfach auf Fläche verzichtet, dass derjenige, der drauf liegt, zwar noch drauf liegt, aber auch nicht viel mehr. Also man hat da schon teilweise abstehende Körperteile, aber ich zeige euch das dann mal beim Draufliegen. Da musst du einfach Abstriche machen. Ja? Wer jetzt sagt, oh Gott, nee, das kann ich nicht brauchen, okay, völlig in Ordnung. Wer sagt, ich will die wärmste Matte zum möglichst niedrigsten Gewicht und dafür ist die dann halt nicht besonders riesig, dann bitte sehr. Ja? Dann Kaufempfehlung, definitiv. Und so ging es mir und so geht es mir bis jetzt und ich habe es bisher nicht bereut. Und es gibt so ein paar Sächelchen, die muss man, wenn man sich jetzt rein mal die Größe von der Matte anguckt und im ersten Moment einen Schreck kriegt, gibt es so ein paar Sächelchen, die man dazu vielleicht noch wissen könnte aus der Praxis, also ein paar Sachen, die ich berichten kann, die dann vielleicht noch ganz interessant sein könnten. Gut, dann wickele ich es gleich mal aus, aber vorher noch kurz einen Takt zum Lieferumfang. Der Lieferumfang besteht in diesem Aufbewahrungssack. Der ist recht geräumig, da passt die Matte eigentlich sehr, sehr gut rein. Da muss man sie auch nicht optimal zusammenrollen, sondern einfach so ein bisschen zusammenrollen, halbwegs gut. Dann passt sie in den Aufbewahrungssack auch rein. Außerdem gibt es noch einen Pumpsack. Den kann ich euch leider nicht mehr zeigen, weil ich ihn verloren habe, beziehungsweise ich weiß inzwischen wieder, wo er liegt. Er ist aufgetaucht, allerdings liegt er in der Schweiz und da fahre ich nicht extra hin, um den Pumpsack abzuholen. Außerdem gibt es ein kleines Reparaturset. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, ehrlich gesagt, zu dem Preis. Das sind so 4 Flicken insgesamt, irgend so eine Hightech, fancy Flickentechnologie. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Das habe ich inzwischen leider auch verloren. Beziehungsweise ich habe ein paar Theorien, wo es sein könnte, müsste es aber erstmal lange suchen und kann es daher wieder nicht vorzeigen. Den Packsack selber, den brauche ich normalerweise auch überhaupt nicht. Den habe ich jetzt einfach nur mitgenommen zum Vorzeigen. Und ja, als Aufbewahrungssack für Langzeitaufbewahrung. Wenn man jetzt sagt, ich lagere das Ding jetzt die nächsten 6 Monate im Keller ein, meinetwegen, dann kann so ein Sack ja schon auch ganz nett sein. Da kann man aber auch jeden beliebigen anderen Sack oder eine Plastiktüte oder was auch immer nehmen. Gut, er ist dabei. Ja? Mit auf Tour kommt er bestimmt nicht. So, und jetzt zum Ventil ein paar Takte. Das normale Ventil ist hier das schwarze innerhalb von der Gummihülle hier. Das ist ein stinknormales Schraubventil, das schraubt man auf, dann kann man es ein bisschen hoch dran ziehen. Ja, also man kann das Ding, seht ihr? So, und wenn man es runterdrückt, geht deutlich weniger Luft rein bzw. raus. Wenn man es hochzieht, geht mehr Luft raus bzw. rein. Und das war es auch schon mit den tollen Features vom Ventil. Ja, man kann das jetzt mit dem Mund aufpusten oder man nimmt halt eben entsprechend einen Pumpbeutel. Das ist gut verarbeitet, sitzt hier eben so in der Matte, ist an einer Stelle, wo es wahrscheinlich relativ sicher ist, dass man da nicht allzu viel Unsinn mit anstellt. Man könnte theoretisch drauf treten, ja, aber ja, das ist so okay. Wenn man nichts Besseres kennt, denkt man sich, Isomattenventile müssten so sein. Leider gibt es bessere Ventillösungen, meiner Meinung nach, von zahlreichen, zum Teil auch erheblich günstigeren Herstellern als von Thermarest. Stabil ist es, wie gesagt, es hält. Was mich am meisten am Ventil nervt, ist das, dass wenn man das Ding mal aufgepustet hat, ja,
tue mal so, als wäre das jetzt der Fall. Und man pustet und pustet und pustet und pustet und pustet. So, und jetzt hat man das Ding fertig aufgepustet und möchte die Isomatte zumachen und nimmt logischerweise das Ventil aus dem Mund und dreht. In dem Moment, wo man dreht, entweicht dann noch massenweise Luft. Wer seine Isomatte also wirklich auf richtig prall aufgepustet haben möchte, das will ich im Regelfall nicht, aber mich nervt diese Tatsache trotzdem, der kriegt das nicht hin. Ja, so schnell kannst du das Ding gar nicht zudrehen, da ist schon wieder jede Menge Luft draußen. Das heißt, du musst im Grunde so machen und während du das im Mund behältst und quasi den Druck aufrecht hältst, indem du halber nachpustest, dann musst du es zudrehen. Ich meine, das kann man machen, das ist nicht schlimm, aber das ist so ein kleines Detail und ein bisschen was Negatives muss man an der Matte ja aussetzen, was mich ein bisschen stört. Ja? Und wenn ich dann nebendran Frau mit ihrer Expat-Isomatte, die zwar schwerer ist, und insbesondere vom Wärme- und Gewichtverhältnis her nicht mal im Ansatz an dieses Ding ranreicht, aber die nimmt ihren Schnotzelsack raus. Das ist ein Schnotzelsack, der ist von Expat. Und mit dem Schnotzelsack macht die Puff und dann ist das Ding aufgepustet und sie muss nicht mehr nachpusten und ihr geht keine Luft aus dem Ventil raus. Alles ganz, 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 ganz wunderbar und das funktioniert toll. Ja. Und so gesehen ist das Ventil hier zwar funktional, es tut, was es soll, aber definitiv nicht die beste Lösung, die es gibt. So, aber jetzt rollen wir sie wirklich mal aus und dann zeige ich euch mal, was ich meine mit dem Aufpumpen. So, und die Matte ist halt eben wirklich robust, das heißt, ich habe keinerlei Probleme damit, jetzt nachdem ich sie wirklich ein paar Mal auch verwendet habe und nie auch nur ansatzweise was war, die auf fast jeden beliebigen Waldboden einfach drauf zu schmeißen und mich dann drauf zu legen, das macht mir wirklich gar nichts. Ja, da hinten liegt der Ast, scheißegal, wirklich völlig Wurst und lediglich, wirklich wenn Esskastanien in der Nähe sind, das ist so die eine und Brombeeren, aber da will man sich sowieso nicht reinlegen, sei es mit Matte oder ohne. Das sind so die Ausschlusskriterien, wo man keinen Spaß dran hat. So, jetzt kann man sie mündisch aufpusten. Ja? Das dauert lange, da wird mir im Regelfall einmal schwindlig beim Versuch, die aufzupusten, wenn ich mich damit beeile. Ja, also so, da muss ich wirklich eine Pause machen, weil mir sonst ein bisschen schwummrig wird vom vielen Ausatmen, vom vielen Aufpusten. Und danach geht es dann auch wieder weiter und irgendwann habe ich sie dann aufgeblasen. Also das dauert. Das dauert bestimmt 3 Minuten oder irgendwie sonst wie. Und braucht viele, viele Atemzüge. Also wirklich eine Menge. Ich will das. Das sparen wir uns jetzt, ja. Das müsst ihr mir jetzt einfach so glauben. Was wir stattdessen tun, ist eben den Schnotzelsack nehmen. Der mitgelieferte Pumpsack kann das im Grunde auch, aber der ist halt nicht so optimal. Und ich möchte wirklich empfehlen, den Schnotzelsack zu nehmen. Und die Sache ist jetzt die. Normalerweise, machen wir das mal ab, haben wir hier ja so ein Ventil, ja. Und der Schnotzelsack hat so einen Anschluss für ein Flachventil, was die Expat-Produkte benutzen. Ich kann euch so ein Expat-Ventil sogar mal zeigen. Das gibt es nämlich an diesem Utensil. Zu diesem Utensil mal nochmal ein extra Video. Das sind Expat-Ventile, die sind einfach nur großartig. Ja? Sind erstens mal tragen sie nicht auf, weil sie schön flach sind. Das finde ich gut, kann man nicht dran hängen bleiben und sonst wie. Des Weiteren haben sie hier innen drin ein Rückschlagventil oder Rückstoßventil oder wie auch immer das heißt. Aber wenn du das jetzt aufpustest, dann geht da keine Luft mehr raus, bis man hier drinnen dieses kleine Stiftchen, was man hier sehen kann, entsprechend bedient. Also das ist genial. Das ist einfach nur das beste Ventil, das ich bisher so gesehen habe. Und das haben halt eben die Expat-Matten. So, und für die Expat-Matten ist jetzt dieser Schnotzel gedacht. Und dieser Schnotzel, den steckt man jetzt hier in die entsprechenden Anschlüsse eines Expat-Ventils. Und in dem Fall drückt jetzt der Schnotzel leider auch gleich das Rückschlagventil und das Kissen wird langsam platt. Man könnte aber mit dem Schnotzel theoretisch das Kissen auch aufpumpen, was Quatsch ist, weil das mit 2 Atemzügen auch sonst normalerweise voll ist und man kann das ruhig mit dem Mund aufpusten. Also da braucht man keinen Schnotzel für. Aber in der Theorie habt ihr jetzt gesehen, der Schnotzel passt da rein. So, auf dieses Teil. Beim Originalpacksack, tut mir leid, dass ich das nicht zeigen kann, da muss man so eine Gummidingens drüber ziehen, das dann da so halbwegs einrastet und dann kann man da so halbwegs, das ist einfach schlecht. So, mit dem Schnotzel kriegt man es auch nicht aufgepumpt, weil das Ding ist einfach, das passt nicht ineinander, das geht nicht.
So, und jetzt kommt eben unser Plastikstückchen Plastikrohr. Das ist ein Adapter, den Expat herstellt, um jedes andere Ventil der allermeisten handelsüblichen Isomatten Expat Pumpsack, also Schnotzelsack, tauglich zu machen. So, und das ist wirklich im Grunde bloß ein bisschen Gummischlauch mit einem dicken und einem dünnen Ende. Dafür kostet es auch nur 5 Euro. Ich finde, das ist gerechtfertigt. Und den stopft man jetzt da drüber und lässt ihn dann am besten auch drauf, damit er nicht verloren geht. Deswegen habe ich den jetzt standardmäßig immer da drauf. Und an dieses dickere Schläuchlein, da passt jetzt auch der Schnotzel dran. Das ist ein bisschen fummelig. Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft gemacht. Wahrscheinlich kriegt man es schneller hin, wenn man es ein paar Mal mehr gemacht hat. Oder man hockt sich mal daheim hin und übt das eine Weile. Geschafft. Und jetzt kann man eben mit dem Schnotzelsack eine Thermarestmatte aufpusten. Hurra! Es gibt da auch noch diverse Do-it-yourself-Lösungen. Aber da man dafür teilweise, ich habe ein paar Anleitungen im Internet angeguckt, teilweise muss man sich dann so Schlauchstückchen kaufen. Und bis du die entsprechenden Schlauchstückchen zusammen gekauft hast, bist du bei über 5 Euro. Und dann kaufe ich mir lieber wirklich gleich den Adapter. Und man braucht auch bestimmtes Werkzeug, das ich jetzt daheim nicht zurück rumliegen habe. So, der Schnotzelsack. Ja? Wer den noch nicht kennt, das ist im Grunde dieser Beutel hier, der eben unten dran einen kleinen Rüssel hat, der dann zum Aufpumpen dient. Und da passt jede Menge Luft rein und die drückt man dann rein. Und Heidenei, da fährt aber ein großes Gerät durch den Wald. Ein Langholzzug. Jedenfalls am schnellsten geht's. Wahlweise, wenn Wind herrscht, hebt man das Ding einfach hoch. Der Wind pustet einem da rein. Man macht zu und kann das alles reindrücken. Wenn kein Wind geht, geht es am einfachsten, indem man einen Atemzug reinpustet. Und damit entsteht ein kleiner Unterdruck. Und der ganze Sack ist voll. Das ist dann zu 90% Umgebungsluft und nur ein Hauch von der Feuchtigkeit der Atemluft, die man da reingepustet hat, ist im Sack gelandet. Dieses mini bisschen an Feuchtigkeit, finde ich, kann jede Isomatte oder muss zumindest eine gute Isomatte abkönnen. So, und dann drückt man das Ding einfach. In die Matte. Und das beschleunigen wir jetzt ein wenig. So, und jetzt hätte man eine ziemlich pralle Matte, aber leider nur fast prall, weil jetzt kommt das Problem, dass die guten Expat-Ventile, die richtigen, die haben ja eben diese Rückschlagfunktion. Und das heißt, man kann die Matte maximal voll machen, ohne dass da jedes Mal Luft wieder rauskommt. Thermarest hat das nicht. Und wenn ich jetzt das Ding richtig voll mache und dann den Schnotzel loslasse, dann wird sie langsam wieder platter, weil eben in diesem gepressten Zustand geht das einfach aus dem Ventil wieder raus. Das heißt, ich müsste jetzt quasi sie maximal aufpumpen. Das ist jetzt der Fall. Dann den Druck beibehalten und während hier noch Druck drauf ist, versuchen das Ventil zuzuschrauben. Und in der Praxis habe ich das bisher noch nicht hingekriegt. Das heißt, will man eine sehr pralle Matte, ja, die ist jetzt so noch ein bisschen labberig, dann muss man den Schnotzel abziehen, hier nochmal aufschrauben und dann den Rest mit dem Mund. Für die Matte ist das nicht weiter dramatisch, aber ist immer noch so eine kleine Restnervigkeit. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt den Schnotzel sage, der halt einfach viel besser ist als die Thermarest-Pumpsäcke mit der Matte verwenden kann. Und außerdem, Frau hat immer noch eine Expat-Matte im Einsatz und lässt sich auch nicht von den Thermarest-Matten überzeugen, weil die ihr zu klein sind und sie diese Querrillen nicht mag. Sie findet Längsrillen viel gemütlicher zum Liegen. Und dementsprechend kommen wir da nicht auf einen Nenner. Wir müssten also zweierlei Pumpsäcke mitnehmen, damit wir jeweils unsere Matten aufpumpen können. Und dadurch, dass ich jetzt den Adapter habe, können wir nur Schnotzelsack mitnehmen. Und zwar einen Schnotzelsack und nicht zwei. Weil wenn man zu zweit unterwegs ist, kann man sich ja wohl den Pumpsack teilen. Ja? Insbesondere, wenn man ein Paar ist. So,
Ja, aber das ist jetzt eine ziemlich prall aufgepustete Thermarest. Bei diesen ganzen Thermarestmatten ist ein möglicher Kritikpunkt, dem ich mich zwar nicht anschließen möchte, aber ich will es euch zumindest mal erklärt haben, dass die ziemlich laut sein sollen. Ja, also wenn man da drauf liegt, können die schon ein bisschen Geräusch erzeugen. Und ja, machen wir es doch ganz einfach. Legen wir uns mal drauf und dann rolle ich mich mal ein bisschen durch die Gegend und dann sehen wir ja, wie das klingt. So, also, das ist jetzt so realistisches Rollverhalten. Einmal auf die Seite, knister, knister, einmal auf die andere Seite, knister, knister. So. Also, ja, man hört das. Ist das unglaublich laut? Ich würde sagen, nee. Ne? Expert-Isomatten sind da leiser. Sicherlich einige billige Isomatten sind da auch leiser. Also für deutlich weniger Geld. Aber ehrlich gesagt, das stört mich nicht. Das hat auch bisher noch niemanden, der neben mir geschlafen hat, so wirklich gestört. Die leichteren bzw. weniger warmen Thermarestmatten haben wohl noch mal ein bisschen krasseres Raschelverhalten. Dass das da wohl ein bisschen schlimmer sein soll, habe ich mir sagen lassen, kann ich aber jetzt so weder bestätigen noch verneinen. Ich persönlich finde es eben nicht schlimm. Wen stört? Okay. So, also ich liege bevorzugt so drauf, wie ich jetzt drauf liege. Ich bin 1,89 Meter und ja, vielleicht nicht der allerschmalste, aber jetzt auch nicht besonders breit gebaut. Und wenn ich jetzt hier auf der Mitte von der Matte liege, ja, und beide Arme nach unten hängen lasse, dann, wie man hier schon ganz schön erahnen kann, ist es so, dass meine Arme nicht mehr auf die Matte drauf passen. Ja, die liegen dann neben der Matte. Und für wen das jetzt schon zum Beispiel ein Wahnsinnsausschlusskriterium ist, was, ich kriege nicht mal meine Matte auf der Arme auf der Matte unter, ja dann bitte. Jetzt müsst ihr aber im Hinterkopf behalten, normalerweise, also zumindest bei mir ist das so, liegt man in einem Schlafsack, ja, und das bedeutet, die Arme können einem gar nicht von der Matte fallen, weil die sind ja im Schlafsack. Ja, und damit geht das nicht, dass die Arme runterfallen können, die werden vom Schlafsack dann gehalten. Weil der tendenziell ein bisschen breiter ist als die Matte selber. Trotzdem hat man mit dem Rücken, liegt man wunderbar drauf. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass ich überwiegend Seitenschläfer bin oder auch mal Bauchschläfer. In dem Fall lege ich die Arme aber oft gerne mal unter meinen Kopf oder neben meinen Kopf. Und dann können die auch nicht von der Matte fallen. Also ich verstehe, wen das stört. Absolut. Für mich ist es schlicht und ergreifend egal. Hat mich jetzt noch kein einziges Mal genervt. So, und das nächste ist, ich habe hier jetzt wohl noch Platz für meinen Kopf. Der liegt jetzt noch auf der Matte drauf. Aber so gerade so, ja, so gerade ebenso. Ich arbeite übrigens normal mit diesem Kopfkissen hier. Das habe ich jetzt, eigentlich wollte ich euch das mal vorstellen, aber ich kann es auch mal kurz verwenden. So, und ja, und mit dem Kopfkissen ist das dann eigentlich sehr gemütlich und man kann das Kopfkissen auch durchaus, muss man aufpassen, dass ich den Hut nicht verliere, noch relativ weit hinten auf die Matte schieben und da liegt man einfach, das hier ist einfach saubequem. Ja? Da liegst du wirklich wunderbar. Drauflegen, puff, warm. Das kann man mögen. Wie gesagt, wenn es ganz heiß ist, mag das vielleicht zu viel sein. So, Füße. Füße, wie man sehen kann, meine Fersen sind hier jeweils gerade noch so drauf, ja, aber das Ding ist unten auch so schmal, wie man hier sieht, dass wenn man jetzt die Beine so drauf legt, ja, dann passen die noch drauf, aber so schläft ja kein Mensch, ja, du schläfst eher so und dann kann es sehr schnell passieren, flupp, genau, dass einem nämlich die Beine einfach von der Isomatte kippen, weil die da unten halt wirklich saumäßig minimalistisch schmal ist. Jetzt kann man auch wieder sagen, das ist ja furchtbar, das geht ja gar nicht, da kann man ja überhaupt nicht gemütlich schlafen. Aber erstens, nochmal, ich bin Seitenschläfer, das passiert bei mir also nur sehr selten.
Und zweitens, ich stecke in einem Schlafsack. Und ein Schlafsack hat meistens auch eine recht enge Fußbox, die dafür sorgt, dass man die Zehen, die Beine schon noch ein bisschen, ja, hier schon so ein bisschen diesen machen kann. Aber dann ist die Fußbox vom Schlafsack auch zu Ende. Ja? Also die Option, dass einem die Beine so weit auseinanderrutschen, das geht schlicht nicht, wenn man in einem Schlafsack liegt. So, also auch da wieder. Ja, im ersten Moment wirkt das abschreckend, aber in der Praxis ist das einfach vollkommen egal, meiner Meinung nach. So, dann hat die Matte eben entsprechend, ja, ich quere schon, ja, quer, nicht längs. Das ist gut, wenn man in Hangrichtung liegt. Also so, ne? Angenommen, da ging es jetzt runter. Dann verhindert natürlich diese Rillung, Wellung, wie auch immer man das nennen möchte, ein Rutschen in diese Richtung relativ gut. Ja, also man rutscht von der Matte eher nicht unten runter, auch nicht hinten runter, aber man will bestimmt nicht mit dem Kopf nach unten liegen, sondern mit den Beinen nach unten, mit dem Kopf nach oben, wenn man schon in Hangrichtung liegen muss. Das geht gut, ja. Was allerdings der Nachteil ist, hat man jetzt einen Hang so, blub, ja, und liegt hier so, also ich krieg das jetzt nur schlecht gebogen, aber so eben am Hang, dann helfen einem die Rillen halt überhaupt nicht, um nicht von der Isomatte zu rutschen. Und das passiert dann auch, man rutscht dann relativ schnell von der Isomatte und purzelt darunter. Ich habe es mal ausprobiert. Ich war aber nicht ein einziges Mal, seit ich die Matte habe, in der Verlegenheit, wirklich mal wo schlafen zu müssen, wo die Hanglage so gewesen wäre, dass ich dauernd von meiner Isomatte gepurzelt wäre. Ja, also das ist auch wieder so ein theoretisches Problem in der Praxis. Such dir einen gescheiten Schlafplatz. Ist ja ganz einfach im Grunde. So, zum Material an sich. Ich würde jetzt gern behaupten, es fühlt sich super flauschig an, aber nein, tut es nicht. Und ihr kriegt, glaube ich, auch noch mal eine ganz gute Vorstellung von dem Geräuschfaktor, den die Matte eben hat. Ja, also alles beim gleichen Mikrofon aufgenommen. Laute Geräusche pegelt ein kleines bisschen runter, aber viel lauter als meine Sprechlautstärke ist das jetzt auch nicht. Und ja, ist Ripstop-Nylon, also so ein Ripstop-Gewebe. Das heißt, wenn mal ein Löchchen drin ist, ist die Chance, dass das weiter ausreißt, relativ gering. Auf der Rückseite sieht es so ähnlich aus, nur ist es dann nochmal festeres Material. Fühlt sich auch nochmal ein bisschen fester an. Nochmal ein bisschen rutschiger, ein bisschen glatter. Es raschelt zwar nicht so sehr, wenn man drauf rumstreicht. Dafür ist es aber weniger hautsympathisch. Also das hier fühlt sich schon besser an, wenn man da mit bloßer Haut drauf liegt. Ich kann aber nicht behaupten, es sei super kuschelig, da mit bloßer Haut drauf zu liegen. Ja. Also, ist halt eine Isomatte. Ja, nichts Besonderes, aber auch nicht schlimm. So, also, zusammenfassend. Die wärmste, fürs Gewicht wärmste Isomatte, die es gibt. Ja, dafür ist sie von den Abmessungen so, dass ein 1,90 Mensch gerade noch so drauf passt. Ja, ich würde auch sagen, ein 1,90 Mensch passt noch gut drauf, wenn er dann vom Wesen her niemand ist, der sich ständig total in der Gegend rumschmeißt und da dauernd runterfällt. Man könnte sich vielleicht, wenn man irgendwo Connections hat, so ein Ding mal ausleihen und darauf mal ein, zwei Nächte schlafen, um rauszufinden, ob man dauernd runterpurzelt oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, wie gesagt, ich habe damit überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich kann mich da auf der Stelle umdrehen ohne weitere Probleme. Ich kann das auch während ich schlafe. Ich kann da also auch wirklich 8-9 Stündchen drauf durchschlafen, was selten ist, da ich selten 8-9 Stündchen durchschlafe, aber die Matte macht da keinen Unterschied jedenfalls. Also ich schlafe auf der wirklich. Ja, sie ist kein Bett. Nach 14 Tagen auf Matte kriegt man irgendwann Rückenweh. Das kriege ich aber bei jeder Matte. Ich habe noch keine gefunden, bei der das nicht so wäre. Und dann freue ich mich mal wieder, eine vernünftige Matratze zu verwenden, ganz ehrlich. Also ich persönlich, bei mir ist das so. Es mag Leute geben, die können viel länger auf einer Isomatte pennen und da kriegen nie Rückenschmerzen. Ja, alles schön und gut. Ich brauche dann irgendwann mal wieder eine Matratze. Ja, aber bist du 14 Tage, also na, sagen wir mal, ab 12 fängt es an, lästig zu werden. Aber ja, das liegt jedenfalls nicht an der Matte, sondern eher an meinem Rücken. Das klappt alles ganz wunderbar. Wer eben auf Gewicht Wert legt und gleichzeitig eine sehr warme Matte haben möchte, weil er auch im Winter draußen ist oder weil er zum Beispiel sagt, ich möchte einfach eine Isomatte kaufen, eine, und die nehme ich für alles
und dann brauche ich nie wieder einen. Oder ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding hält. Ich kann es nicht sagen. 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht noch länger, keine Ahnung. Aber momentan, solange das Ding hält, ist das meine Isomatte. Punkt, aus, Ende. Kann man für alles, absolut alles hernehmen. Und in Anbetracht dessen, dass ich mir über das Thema Isomatte, seit ich die habe, überhaupt keine Gedanken mehr machen muss, finde ich dann auch den Preis durchaus in Ordnung. Ja, also der ist nicht günstig, nein, aber er ist dann gerechtfertigt. Ja. Und viel teurer als die ein bisschen leichteren und deutlich weniger warmen Modelle ist das Ding halt auch nicht. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, in der Standardausführung, die Uberlight von Thermarest, die super, super leichte Isomatte, die hat einen R-Wert von 1, irgendwas. Ja, also die ist wirklich nur für den Sommer und für warme Herbst- und Frühlingstage von der Temperatur her eigentlich ausgelegt. Man kann dann auch wieder ein bisschen tricksen und so weiter und so fort, aber jetzt rein mal von der Matte her. Und die wiegt 250 Gramm. Und deswegen wiegt hier ein bisschen was über 400 Gramm. Ist aber so warm, dass man überhaupt nicht tricksen muss. Niemals, was die Unterlage angeht. Und also ganz ehrlich, da sehe ich das nicht ganz ein. Zumal die Uberlight auch über 200 Euro kostet. Und wenn man jetzt wirklich alle drei Thermarestmatten für alle drei Temperaturbereiche sein eigen nennen möchte, weil man zwischen den einzelnen Mattenstufen, dazwischen gibt es die X-Light, heißt die normale orangene oder gelb ist sie. Gelbe Thermarest, die man schon oft in diversen Videos gesehen hat, die ist 100 Gramm leichter als das Ding. Also ganz ehrlich, wenn du die schon hast, da musst du nicht nochmal 200 Euro ausgeben, um weitere 100 Gramm zu sparen. Okay, die X-Light ist nicht ganz so teuer, aber von mir aus 150 Euro ausgeben, um weitere 100 Gramm zu sparen. Du musst bestimmt nicht für 150 Gramm oder 180 Gramm meinetwegen, die du gespart hast, weitere 200 Euro ausgeben, weil du noch zusätzlich eine Uberlight haben möchtest. Ich habe da zwar mal mit dem Gedanken gespielt, dass so eine Uberlight schon cool wäre, einfach damit man da nicht im Sommer und wenn man Gewicht sparen möchte und mit Ultraleicht-Equipment unterwegs sein möchte und so weiter, damit man dann im Sommer nicht eine Wintermatte mitschleppt mit zusätzlichen 180 unnötigen Gramm. Aber 200 Euro, um 180 Gramm zu sparen, ist mir auch wirklich einfach zu krass. Wenn hätte ich alle andere Ausrüstung habe, alle andere und die Uberlight frei von Kinderproblemchen ist. Ja, bisher sind die Uberlight-Matten nämlich nicht so super, super stabil und man hört das ein oder andere Negative zu den Uberlight-Matten und daher würde ich davon erstmal die Finger lassen wollen. Ich persönlich, wer seine hat, kann das gerne anderer Meinung sein und kann sich darüber freuen, wenn es funktioniert und alles super. Ja, aber da habe ich zu viel Negatives gehört und würde da noch ein, zwei Jährchen warten wollen, wenn ich mir überhaupt jemals so ein Ding zulegen möchte. Und bis dahin ist das hier die eierlegende Wollmilchsau-Matte für mich. Ja? Aber ich habe es ja schon eingangs gesagt. Die zwei großen Hindernisse. Entweder du passt nicht drauf oder sie ist dir zu teuer. Ansonsten ist die toll. Meiner Meinung nach. So, das wäre es gewesen. Ventilprobleme sind lösbar. Ansonsten kann man es auch einfach ertragen. Mehr fällt mir wirklich nicht mehr ein. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte mal wieder ein bisschen was zur Ausrüstung erzählen und meine Langzeiterfahrung, wobei in diesem Fall waren es jetzt nur so was um die 15 Nächte, zu einem Ausrüstungsgegenstand sagen. Und zwar diesem Ding hier, das ist der Vespa, Thermarest Vespa Down Quilt. Hier steht's. So. Ratet doch selber, wie man dieses blöde Wort aussprechen soll. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich sage jetzt Kilt und werde nie rausfinden, wie man das vermutlich korrekt ausspricht. Ist mir auch egal. Jedenfalls, das ist im Grunde eine Decke mit Fußbox und Befestigungsschnürchen, um sich damit, sage ich mal, stabiler einwickeln zu können. Ja, der Unterschied zu einem Schlafsack besteht darin, dass ein Schlafsack eine komplett eine umschließende Umhüllung ist, oft mit Kapuze, also insbesondere beim Mumienschlafsack.
Und dieses Ding ist auch nicht ganz ein Deckenschlafsack, den man ja auch komplett zumachen kann, nur dass da halt quasi mehr oder weniger die Kapuze fehlt und er einfach viel breiter geschnitten ist und deckenförmiger geschnitten ist. Sondern das ist so ein Hybrid. Untenrum ist es ein Mumienschlafsack, weil eine Fußbox eben entsprechend dran ist. Also der Bereich um die Füße bis zu den Knien ungefähr, wenn man da drin liegt, unterscheidet sich nicht von einem normalen Schlafsack. Also gefühlt zumindest nicht. Und der Bereich drüber, das ist dann, ja, je nachdem wie man drin liegt, und da kann man durchaus ein bisschen variieren, ist das so Bettdecke bis schlafsackartig. Es ist schwer zu beschreiben. Ist für 7 Grad ausgelegt, Komfort-Limit-Temperatur 7 Grad, Komfort ist 10. Ich habe genau 7 Grad mehrfach ausprobiert, ziemlich genau 7 Grad. Das kann jetzt mal zwischendrin mal kurz 6 waren, vielleicht war es eine Zeit lang auch mal 8. Aber irgend sowas um den Dreh habe ich mehrfach ausprobiert und muss sagen, ja, das ist dann aber auch Komfortlimit. Ja, also für mich ist das dann wirklich Komfortlimit und das in Kombination mit einer sehr warmen Isomatte, die wirklich gut isoliert nach unten. Man kann also jetzt auch nicht sagen, dass die Bodenisolierung irgendwie mangelhaft gewesen wäre und deshalb wäre der Schlafsack nicht warm genug. Das deckt sich so relativ gut und ich glaube, damit ist es dann schon verdächtig mit den Meinungen von anderen Leuten, die eben ihre Meinung zu den Vespa-Quilts gesagt haben, dass die Temperatur Angabe ja eher ein bisschen optimistisch ausfällt. Ja, und ich weiß ja nicht, folgendes Problem. Ja, bei Schlafsäcken gibt es ja eine Testnorm, die in den allermeisten Fällen halbwegs reproduzierbare Ergebnisse hervorbringt. Wenn da also steht Komfort Limit minus 5 meinetwegen, getestet nach DIN, EN, was auch immer, dann und man weiß für sich, man kommt mit den Schlafsäcken, die nach DIN, EN minus 5 haben, auch ganz gut mit minus 5 zurecht. Dann kaufst du so ein Ding, kommst mit minus 5 Grad zurecht und gut ist. So, bei Quilts gibt es eben diese Testnorm nicht. Und damit kann die Zahl, die hier draufsteht, kann man dem Hersteller hoffentlich glauben, dass das so ungefähr an die Werte, die auf normalen Schlafsäcken draufstehen, angepasst ist. Aber es ist im Grunde, da kann er draufschreiben, was er lustig ist. Ja, also es gibt keinerlei Testnorm und die Werte werden so ungefähr geschätzt. Und ich muss sagen, 7 Grad, ja, also für mich ist das wirklich so ein bisschen die Grenze, wo ich sage, dann macht das noch Freude mit dem Teil. Wenn man noch ein Jäckchen anzieht, während man da drin liegt und noch die Hose anbehält, darf man aber auch nicht zu viel erwarten, weil wenn du viele Klamotten im Schlafsack anhast, ist zumindest meine Erfahrung, hilft das sowieso nur dann, wenn man sich eh am Limit des Schlafsacks befindet und zweitens wirklich nur so ein bisschen. Was man allerdings gut machen kann, erfahrungsgemäß, ist noch ein Inlet verwenden, also ein ganz, ganz dünner Innenschlafsack zum in den Schlafsack reinlegen quasi. Dann hat man nämlich einen Schlafsack unterm Quilt. Das ist manchmal in der Handhabung ein kleines bisschen schwierig, dazu sage ich dann gleich noch was, aber das bringt auch nochmal deutlich zusätzlich Wärme und es wird halt von, ja geht, aber ein bisschen wärmer wäre schön, hin zu, ja jetzt ist wieder kuschelig. Also das ist auch auf jeden Fall eine Option. Alles, also die Sache mit dem Inlet verwenden, das ist so ein bisschen Aua, weil, warum kauft man sich so einen Quilt? Naja, der wiegt nichts. Also mal so gar nichts. Der wiegt 380 Gramm ungefähr. Da ist ein Rotkehlchen. Hallo. Und das ist halt wirklich nichts für ein Schlafsystem, sage ich jetzt mal, das einen bis 7 Grad warm halten soll. Sommerschlafsäcke sind zwar leicht, da kriegst du auch Kunstfaserschlafsäcke, die unter ein Kilo wiegen für den Sommer, aber unter 400 Gramm ist ziemlich,
ziemlich rekordverdächtig. Und das Packmaß, also wer auch nur ein bisschen was über Packmaß von Schlafsäcken weiß, das ist nichts. Ja, das ist winzigst. Das kannst du in die Hosentasche stecken quasi. Also füllt im Rucksack mal gar nichts auf. Ist natürlich komprimiert. Vielleicht will man ihn nicht immer komprimieren, wobei das natürlich, das Ding kann das schon ab. Ja, das ist schon hochwertig verarbeitet und qualitativ doll und so weiter und so fort. Und ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also je öfter ich drin schlafe, desto begeisterter bin ich. Vor allen Dingen das, was die Quiltszene immer sagt, sie schläft da besser drin, das ist gemütlicher. Du hast einfach mehr Platz und es fühlt sich mehr nach zu Hause an. Das kann ich bestätigen. Es gibt eine relativ lange Wurst, wenn man es nicht komprimiert. Und ja, also ich bin wirklich, wirklich überzeugt. Es gibt die auch noch in wärmer. Dann sind sie halt eben nicht nur für den Sommer, sondern auch für Anfang Frühling, Ende Frühling, Anfang Herbst. Gibt es auch noch in richtig, richtig warm. Dann als 3-Jahreszeiten-Modell bis auf tiefen Winter geht dann alles. Und muss mal gucken, was man so jeweils anwenden wollte. Ich wollte explizit einen Sommerschlafsack haben. Klar, die Variante bei bis zu 0 Grad oder ich glaube 2 Grad oder irgendwie sowas ist natürlich vielseitiger einsetzbar. Man kann auch mit einem wärmeren Quilt auch bei höheren Temperaturen logischerweise übernachten, indem man sich einfach nicht ganz zudeckt oder so. Da kommt man auch ganz gut zurecht. Aber ich wollte wirklich, wirklich ausdrücklich einen Sommer haben, weil für die anderen Zeiten habe ich halt schon gute Schlafsysteme. Und da macht es einfach für mich keinen Sinn, die durch ein, noch zumindest hat es keinen Sinn für mich gemacht, die durch Quilt zu ersetzen, wo ich doch gut Schlafsack entsprechend habe. In der Zukunft werde ich mir vielleicht irgendwann mal noch einen Quilt zulegen. Das System ist schon cool, ja, aber auf keinen Fall für den Winter, da werde ich immer beim Schlafsack als Sack auch entsprechend bleiben. So, Farbe gibt es glaube ich nur diese. Der Packsack ist relativ eng, man muss gut klopfen, damit das wieder reingeht. Nur so zur Information. Und dann ist das jetzt hier im Wesentlichen erstmal eine Decke. Ne? Erstmal eine Decke und man kann sich da auch wunderbar, das ist also wirklich eine Funktion, die ich inzwischen schätzen gelernt habe, während man einfach so gemütlich im Lager drin hockt, damit auch mal zudecken, also einfach als eine Alternative zu Jacke anziehen oder wenn man ohnehin mit sehr wenig Gepäck unterwegs ist und man hat nur sehr, sehr leichte Jacke und es wird jetzt doch noch mal ein kleines bisschen frischer. Und mit der leichten Jacke fröstelt man schon ein wenig. Oder man hat zum Beispiel nur eine kurze Hose dabei. So Leute, soll es auch geben. Das werde ich niemals machen. Ich habe im Wald immer eine lange Hose. Oder zumindest eine Zip-Off-Hose. Aber dann kann man sich das Ding auch ganz wunderbar natürlich auf die Beine legen. Und hat dann die Beine, wenn man ja nur eine kurze Hose anhat, schön zusätzlich isoliert für abends dann im Lager sitzen. Und es wird sofort warm. Das Ding ist Daune, ne? Das ist so ein wesentlicher Unterschied. Hat man den Kunstfaserschlafsack, deckt sich damit zu, dann geht es einen Moment und dann wird einem auch warm. Hat man einen Daunenschlafsack und deckt sich damit zu oder schmeißt sich rein, dann wird einem quasi schlagartig warm. Also zumindest geht es mir so, ja. Ich kann da nicht für andere Leute sprechen. Und das ist schon was wirklich Tolles. So, das Ding ist von der Konstruktion her, für diejenigen, die es interessiert, aufgebaut mit diesen Seitenflaps, wenn man so will. Die sind einfach dafür da, dass das ja nicht so sehr an der Seite drunter zieht. Man kann sich also auf diese Seitenflaps, je nachdem in welcher Art und Weise man den verwendet, noch drauflegen. Dann hat man schon fast einen Rückenteil und solange man da drauf liegt, ist man auch gut eingepackt und eingemummelt im Sack. Das ist sicherlich die wärmste Art und Weise, ihn zu verwenden, lässt dann aber nicht mehr allzu viel Bewegungsspielraum zu, ist also mehr so eine Notalternative, wenn es mal wirklich kälter werden sollte, als das Ding ausgelegt ist und man halt trotzdem in irgendeiner Form überleben möchte, ist keine Not verhindern, die einfach, dass einem der Wind allzu einfach unten reinpustet. Der Wind kann einem trotzdem unten reinpusten, das ist ein Quilt, das ist halt nun mal kein Schlafsack, aber dafür wiegt er halt auch nichts. Man muss halt einfach wissen, ein Quilt ist nicht so schützend, sage ich jetzt mal, so rundum sorglos schützend, wie es ein Schlafsack eben nun mal ist. Das ist er nicht. Das wird er auch nie sein. Er ist unter Umständen bequemer, je nachdem, wie man halt so tickt. Und er hat ein, ja,
besseres Wärme-zu-Gewicht-Verhältnis hat er schon, weil ein Schlafsack für, ja, wobei, ah, da kann man sich streiten. Also es ist ein bisschen leichter, ist er, glaube ich. Ich habe mal ein bisschen Daten verglichen und habe mir mal Schlafsäcke für Komforttemperatur 7 Grad angeschaut, Daunenschlafsäcke. Die sind ein Tick schwerer als eben dann entsprechend ein Quilt. Der Unterschied wird deutlicher, wenn man sich ein 0 Grad Quilt anguckt im Vergleich zu einem 0 Grad Schlafsack. Da ist der Quilt dann doch nochmal einen Zacken leichter. Ja, da spart man dann noch ein bisschen was, aber das ist so eine generelle Sache und ich hatte mich zu dieser generellen Diskussion auch schon mal geäußert. Das ändert ja jetzt im ersten Moment mal nichts dran, dass das hier ein guter Ausrüstungsgegenstand ist. Ja, also der macht wirklich definitiv, was er soll. Das ist das Fußende. Wie man sehen kann, sieht das jetzt schon aus wie eben die Fußbox von einem Schlafsack, wie man die kennt. Ist ein bisschen schmal, reicht aber, also für meine Füße reicht. Und die ist auch auf der Rückseite eben zu bis, ja, hier, ne, bis da. Da kann man es jetzt schön sehen. Und da passt schon Fuß bis Knie so ungefähr, so in der Kniekehle hört es dann ungefähr wieder auf. Wenn es kalt wird, dann will man vielleicht vermeiden, dass einem die Decke wegrutscht. Und wenn man das vermeiden möchte, dann sind hier diese Strapse dran. Ja, und die sind wenig elastisch und die kann man auf der anderen Seite entsprechend einhaken. So, das geht ganz einfach und ganz schnell und kann dann mit diesen Strapsen den Quilt an der Isomatte befestigen. Das mache ich mal schnell und so, dala. Jetzt sitze ich hier und jetzt möchte ich quasi schlafen gehen. Also jetzt tun wir mal so, als ob. Hier direkt im Wald unter freiem Himmel, habe ich schon gemacht, oft, ist super, funktioniert prima. So, hier liegt der Quilt, ich möchte schlafen gehen, ich strecke die Beine auf meiner Isomatte aus, ziehe meinen Quilt nach hinten, strecke die Füße ein bisschen nach oben, damit ich dann auch sicher bin, dass ich in den Fußsack reinrutsche. Bin jetzt im Fußsack drin, wunderbar, lege ich da hin, kann mich hier zudecken, bis oben hin. Fällt links und rechts ein bisschen auf den Waldboden. Das stört mich persönlich nicht. Wer da Angst vor Krabbelviechern und so weiter und so fort hat, hat da vielleicht ein Problem mit. Ich nicht. Ist ja mein Quilt, ne? Und meine Art und Weise, wie ich das mache. Und mache Hut im Schlafmodus und gute Nacht. Ne? Kann man so machen. Funktioniert auch prima. Und das ist wirklich gemütlich, weil das ist wieder heim. Einfach auf eine ein bisschen kleinere Matratze quasi und mit einer, ja, fühlt sich wirklich an wie Bettdecke. Fühlt sich absolut an wie Bettdecke und das ist tippitoppi. Und wenn jetzt ein kleines bisschen Wind geht, der kann einem auch nicht drunter wehen, weil die Bettdecke geht ja bis zum Boden. Hey, wäre ich jetzt noch auf irgendeiner größeren Plane drauf, dann würde die Bettdecke halt eben bis zur Plane gehen. Dann ist alles tippitoppi und da kann man wirklich ganz wunderbar schlafen. Die Fußbox ist jetzt dahingehend schön, weil wenn ich jetzt nicht weiß, wenn ich jetzt durch die Gegend rolle, ja, und ich bin da hinten immer noch zugedeckt, müsst ihr mir jetzt glauben. Oder ich rolle andersrum. So, und durch die Fußbox bleibt mehr oder weniger, allein die Fußbox dient jetzt ein bisschen zur Stabilisierung, dass mir halt eben die Decke nicht wegrutscht, der Quilt nicht wegrutscht, meine Füße nicht unten rausgucken. Ich finde das sehr angenehm. Ja? Man braucht nicht so eine Fußbox und es gibt eben auch Quilts ohne Fußbox, aber ich persönlich finde das cool. So, also das ist Schlafvariante Nummer 1. Variante Nummer 2 wäre dann mit eben diesen, na, wo sind sie? Andere Seite sind sie. Mit diesen Verbindungen hier, dass ich mir die unter der Isomatte durchziehe, was relativ simpel machbar ist. Da muss ich nur noch den entsprechenden Haken finden. Da ist er. Und dann hake ich mir das hier ein. Also wenn es jetzt zum Beispiel kälter werden sollte in der Nacht als erwartet, dann kann man das auch ganz spontan machen. Einfach während man da liegt, muss man gar nicht zu aufstehen. Runter durch. Einhaken. So. Zack. Hoch damit. Und der Unterschied ist jetzt der, dass jetzt der Quilt natürlich unter der Isomatte ein wenig
fester sitzt. Das heißt, er liegt insgesamt enger an, ist ein bisschen weniger luftig. Und wenn ich den Dreher mache, ist er einfach auch ein bisschen mehr fixiert und die Chance, dass das Ding wegrutscht, relativ gering. Ist vielleicht auch für Leute, die sich gerne bewegen und Angst haben, dass das Ding dauernd wegrutscht. Aber wenn man das ein paar Mal geübt hat, sage ich jetzt mal, ja, und das schon ein paar Mal drin geschlafen hat, ist das wirklich, wirklich saugemütlich und unglaublich bequem. Also rein vom Komfort, vom Wohlfühlfaktor her, muss ich sagen, kann ich die Leute verstehen, die sagen, sie haben lieber einen Quilt als einen Schlafsack. Wobei man die natürlich auch aufmachen kann und auch als Decke nehmen kann. Ja, aber hier ist es halt standardmäßig vorinstalliert und dafür wiegt er weniger. Das ist alles klar, ne? Das ist alles ungenommen. Aber die Art und Weise, eben quiltig zu schlafen, ist vom Komfort her, solange es eben nicht besonders kalt ist, wirklich, wirklich gemütlich. Also, ne? Für kalte Nächte kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, aber für warme Nächte ist es wirklich super gemütlich. Und je nachdem, wie kalt oder warm einem ist, ne, macht man so, kann man die Arme oben drauf legen, kann man die Arme unten drunter machen. Und wenn es jetzt richtig kalt wird, hat man noch eine zusätzliche Funktion. Also richtig kalt im Sinne von an den Rand der Grenztemperatur. Denn hier ist noch ein Druckknopf, müsst ihr mir jetzt glauben. Da ist auch noch ein Druckknopf. Und dann machst du noch hinterm Hals das Ding zusammen, Arme drunter. Ups. Ja, und das ist eben was ich echt noch üben muss. Das geht nämlich sauschnell wieder auf. Dafür bin ich dann einfach ein bisschen zu sehr an den Grenzen der Größe von dem Ding. Ja, also ich bin so groß, dass ich da gerade noch drunter passe. Viel größer dürfte man sicherlich nicht mehr sein, weil sonst hat man hier echt Stress, sich den Druckknopf zuzumachen. Ja, so ist noch besser, wenn die Arme gleich drunter sind. So, geschafft. So, und jetzt kann ich noch hier mit dem gelben Bändelchen das Ganze noch weiter anziehen. Und habe jetzt einen um die Schultern und um den Hals komplett geschlossenen Quilt. Und das wird gerade unerträglich warm. Also so. Und jetzt natürlich noch mit Kissen. Ist das immer noch unglaublich gemütlich und halt wirklich, wirklich, wirklich warm. Ja, jetzt gerade natürlich. Momentan braucht man sowieso überhaupt keinen Schlafsack, logischerweise, um hier warm rumliegen zu können. Aber es ist wirklich sehr, sehr komfortabel. So, dann nochmal ein paar erweiterte Worte. Verarbeitungsqualität. Finde ich, gerade bei Daunenausrüstung ist das ausschlaggebende Kriterium mit Abstand am wichtigsten, ist das Zeug absolut daunendicht. Ja, da darf meiner Meinung nach bei der Verwendung morgens keine Daune zu finden sein, bei der man sich sicher ist, dass sie aus diesem Produkt hier eben entsprechend stammt. So, und ich muss sagen, bisher null. Überhaupt nichts durchgegangen. Die Daunenmischung, die man verwendet in Daunenprodukten, das ist immer so und so viel Prozent Daunen, so und so viel Prozent Federn. Federn sind billiger, die sind auch nicht ganz unwichtig, dass ein ganz bisschen Feder drin ist. Das Beste, was man so kriegen kann, ist 95% Daune, 5% Feder. Genau, das ist hier verbaut. Das Teil kostet auch entsprechend viel Geld. Ja, also das bezahlt man, dann will man das natürlich auch haben. Das ist dahingehend toll, weil Federn haben halt einen Kiel, können sich theoretisch durchs Material durchstechen. Und wenn man die Feder dann rauszieht, dann kommen meistens noch ein paar Daunen hinterher mit. Das habe ich schon mehrfach woanders erzählt. Und das will man natürlich nicht haben, weil dann verliert man Isolation. Da muss man irgendwann Daunen nachfüllen lassen. Das ist zwar jetzt auch nicht so teuer und das kann man schon mal machen, aber man will einfach nicht Isolation verlieren. Für mich persönlich ist das scheiße, wenn ich Daunen verliere. Das kann ich überhaupt nicht haben. Ich reg mich da auf. So, und bisher tatsächlich Daunenverluste überhaupt nicht. Des Weiteren ist das im Prinzip eine Steppdecke. Also die einzelnen Daunenkammern, die einzelnen Daunenwülste sind hier einmal zusammengenäht. Das ist eine durchgehende Naht und näht Außen- und Innenstoff zusammen. Hätte man jetzt den Quilt in wärmer haben wollen, dann wäre das natürlich eine sogenannte Kältebrücke. Sagt man dann immer so bei Schlafsäcken, weil an der Stelle, wo die Naht sitzt, ist ja überhaupt kein Isolationsmaterial. Hier oben ist Daune, da unten ist Daune, hier in der Mitte ist überhaupt keine Daune. Das heißt, an der Stelle
isoliert nichts und man verliert über die Naht tendenziell am ehesten Wärme. Würde man also ein Infrarotbild von mir machen, wie ich in dem Ding liege, dann sieht man lauter rote Streifen, also rötlichere Streifen an den Stellen, wo die Nähte jeweils sitzen, weil ich genau da immer meine Wärme verliere. Man muss richtige Kammern einnähen für die Daune, wenn man in wärmeren Quilt haben möchte. Und das ist hier nicht gemacht. Warum nicht? Ne, das ist die Sommerversion. Ganz einfach, das braucht man einfach nicht. Für die Temperaturen, wo der ausgelegt ist, reicht das. Daher ist das in Ordnung. Aber normalerweise würde ich jetzt sagen, oh, das ist aber, hätte man ja nicht irgendwelche Daunenkammern machen können. Ja, macht hier halt einfach keinen Sinn. So. Verarbeitung, wie gesagt, tipptopp. Mini, dünne Häkchen und Ösen sind halt genau das. Sie sind mini und dünn und wirkt alles sehr filigran, insbesondere auch diese Bändchen hier mit ihren sehr, sehr filigranen Häkchen. Das ist im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber auch wenn das sehr filigran aussieht, ist das hier ein sehr, sehr stabiler Kunststoff, woraus dieser Haken ist. Der gibt in keinster Weise irgendwie nach. Der ist da gut vernäht, der ist da gut befestigt. Ich glaube schon, dass das eine ganze Weile hält. Ansonsten diese Strippen hier, die kann man auch einzeln schlimmstenfalls entsprechend nochmal nachkaufen. Also wenn das wirklich der Schwachpunkt sein sollte, dass einem dann da so eine Strippe reißt. Und jetzt nochmal kurz zu der Frage, warum musste es denn ein Thermarest-Quilt sein? Warum hätte es nicht zum Beispiel ein viel günstigerer und von den technischen Daten her sehr vergleichbarer Cumulus-Quilt sein können? Naja, erstens, Thermarest verwendet RDS-zertifizierte Daune, das steht hier auch irgendwo drauf. Genau, hier ist das RDS-Siegel. Und mir persönlich ist bei meiner Daunenausrüstung tatsächlich wichtig, dass ich weiß, dass die Daune von vernünftig behandelten Gänsen stammt. Mir ist das wichtig. Ja, wenn euch das egal ist, bitte kauft zum Beispiel irgendwo. Ja, und dann noch ein paar Takte zu diesem Symbol hier. Ne, dieser Aufdruck, da steht Nickwachs Hydrophobic Down nennt sich das. Das ist halt eben nochmal die Sonderausstattung der Daune, denn die ist imprägniert quasi. Daune ist ja normalerweise sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit und wenn sie nass wird, verklumpt sie und dann isoliert sie nicht mehr und dann kannst du den Schlafsack mehr oder weniger wegschmeißen oder gibst ihn in die Reinigung und dann versucht man die Daune nochmal zu retten. Das funktioniert aber auch nur bis zu einem gewissen Grad und es hängt auch davon ab, wie lange die Daune verklumpt war und so weiter und so weiter. Man kann sich also einen Daunenschlafsack, wenn er nass wird, schon durchaus schrotten, das geht. So einfach nun auch nicht und die sind heutzutage nicht mehr so empfindlich, wie ich das früher mal gedacht habe, wie mir das früher mal beigebracht worden ist. Da hat sich sicherlich vieles getan. Nichtsdestotrotz mit der hydrophoben Daune ist das Risiko, dass einem der Daunenschlafsack versagt, dass er eben Feuchtigkeit aufnimmt, deutlich reduziert. Es kann je nach Art der Daune auch eben so weit gehen, dass man im Daunenschlafsack dann gerne grundsätzlich nur mit Bekleidung schlafen möchte, weil wenn du da halt relativ unbekleidet drin pennst, dann wird sämtlicher Schweiß wohin abgegeben? In den Schlafsack. Und was ist da die Daune? Was macht die Schweißaufsaugung? Dann ist er halt irgendwann auch feucht. Da muss man den Schlafsack am nächsten Morgen wirklich sehr, sehr ordentlich trocknen, bevor man ihn wieder komprimiert. Denn vor allen Dingen ist der Tod des Schlafsacks, wenn die Daune feucht geworden ist, wenn man die dann auch noch zusammenquetscht. Ja, solange man sie nicht zusammenquetscht, kann man den Schlafsack noch ganz gut trocknen. Aber man will ja weiter, man komprimiert ihn also. Und die Leute, die meinen, ja gut, ich trockne den dann beim Mittagessen, wenn das Wetter wieder schön geworden ist, wenn es morgens regnet und ich kann ihn nicht richtig lüpfen, kein Problem, dann mache ich das eben beim Mittagessen. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Manchmal mag das ja noch funktionieren und vielleicht hat der ein oder andere damit auch schon Glück gehabt, aber grundsätzlich halte ich das wirklich für falsch, denn zum Transport muss man den Schlafsack ja wieder komprimieren. Und manchmal reicht auch schon ein bisschen komprimieren. Und oft hat man eben nicht die Rucksackkapazität, um das Ding jetzt in so einem Volumen mitzunehmen, sondern man muss ihn schon auf so ein Volumen runterdrücken und in dem Moment kann einem halt die Daune schon verkleben. So,
das Risiko, dass das passiert, sei es durch Schweiß, sei es durch Regen, sei es durch in den Bach gefallen, ist nun mal geringer, wenn wir Daune haben, die hydrophobisch ausgestattet ist, weil die hat ein Imprägniermittel drauf und das bedeutet, die nimmt Wasser weniger auf. So, ganz einfach im Grunde. Der springende Punkt ist hier, Imprägniermittel gibt es gute im Sinne von funktionierend und es gibt gute im Sinne von funktionierend, aber scheiße für die Umwelt. Und ich habe noch Ausrüstung, bei der wurde das Zeug verwendet. Ich schmeiße sie deswegen jetzt nicht weg, das wäre auch nicht zielführend. Aber bei aller vergleichsweise neuer Ausrüstung, die ich mir so zulege, jetzt seit 2 Jahren oder so, achte ich darauf, dass die Materialien, die verwendet werden, eben möglichst nachhaltig sind, weil sich das für mich wahnsinnig gut anfühlt. Und ich möchte gerne Ausrüstung haben, bei der ich weiß, die ist so verantwortungsvoll und so nachhaltig und so umweltbewusst hergestellt worden, wie geht. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dieser hydrophobischen Daunenbeschichtung. PFC, vielleicht schon mal gehört, das ist ein super toller Stoff, mit dem man alles mögliche Zeug wasserdicht machen kann, weil es halt eben nun mal Wasser nicht aufnimmt, beziehungsweise Wasser sogar abstößt. Leider ist es durch die Eigenschaft, dass es kein Wasser aufnimmt und Wasser abstößt, auch völlig unverrottbar. Das hält tausende von Jahren, selbst unter Beschuss mit UV-Strahlung ist das nahezu nicht mehr aus dem Ökosystem rauszubekommen. Und jedes bisschen PFC, was mal im Ökosystem gelandet ist, ist dann da drin und da bleibt es auch. Also PFC wäre das einzig Richtige, was man mit dem Zeug machen sollte, wäre nicht mehr herstellen. So. Und es gibt eben Schlafsackimprägnierungen, und zwar die günstigen, die auch gut funktionieren. Man wird das Gefühl haben, der Schlafsack bleibt immer schön trocken und ist alles ganz, ganz toll, die eben auf diesem PFC-Zeugs basieren. Und wenn jetzt der Schlafsack nicht wie der hier sehr, sehr teuer ist, Und wenn der Schlafsack jetzt eben nicht teuer ist und nicht zertifizierte Daune und zertifizierte hydrophobische Ausstattung aufweist und dafür meinetwegen 100 Euro weniger kostet, dann wird der Grund, weshalb der 100 Euro weniger kostet, möglicherweise, ich will ja niemandem was Böses unterstellen, eventuell daran liegen, dass man halt eben nicht Wert darauf gelegt hat, dass die Daune aus vernünftigen Quellen stammt und die hydrophobische Ausstattung aus vernünftigen Quellen stammt. So, ich meine ja nur. Und gerade bei sowas Empfindlichen wie Daune und bei so einem kuscheligen Gegenstand wie einem Schlafsack gehört für mich die richtige Ethik bei dem Produkt wirklich, wirklich dazu. Ich habe den total gern. Total. Absolut. Bin völlig überzeugt. Habe, als ich ihn gekauft habe, wirklich eine Zeit lang überlegt, hast du das jetzt machen müssen? Hast du das jetzt gebraucht? Du hast doch schon Ausrüstung, mit der du durch den Sommer kommst. Aber schon wirklich saucool. Also so komfortmäßig, Spaß beim Schlafen, Schlafqualität, habe ich auch wirklich das Gefühl, dass die zugenommen hat, seit ich den habe. Ein ganz, ganz toller Ausrüstungsgegenstand und die wärmeren Varianten, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die ähnlich gut sein werden. So, das ist meine Meinung zu diesem Quilt. Und wer jetzt meint, Schlafsack ist besser, ja, von mir aus ist ein Schlafsack besser. Schlafsack hat definitiv seine Vorteile, absolut, aber deswegen ist dieses Ding ja nicht schlecht. Ne? So, tschüss. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte noch einen kleinen Ausrüstungsgegenstand kurz vorzuzeigen. Dann ist mein Schlafsetup, hier liegt's, auch vollständig vorgezeigt. Das ist so das, mit dem ich derzeit, zumindest wenn es jetzt warm genug ist für dieses Ding, schlafe. In jedem Fall kommt noch dazu dieses Kissen. Und was kann das? Naja, es ist ein Kissen. Ich finde das vom Aufbau, von der Struktur her eigentlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Kleines wiegt etwa 60 Gramm. Genaueres schreibe ich euch unten hin. Aber ganz ehrlich, es ist schon sehr, sehr bequem. Ja, wir haben hier zwei Oberflächen. Einmal hier diese mit den Expat-typischen, Fünfeck. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck. Entschuldigung. 6-Eck-Muster. Das hat so eine gewisse Anti-Rutsch-Hemmung standardmäßig. Und das eine, was mich an diesem Kissen ein wenig verwirrt, ist, man möchte ja eigentlich auf der Seite liegen, die nicht das Ventil enthält. Ja? Eigentlich. Also so.
Blöd nur, diese Seite, die ist leider nicht ganz so flauschig wie die andere Seite. Gefühlt ist die andere Seite etwas flauschiger, aber da ist dann wiederum das Ventil. Und da ich auf dem Ventil jetzt nicht unbedingt schlafen muss, das geht auch, das ist jetzt gar nicht, das ist nicht hart, das ist nicht unangenehm, es ist halt nur nicht optimal eben. Und eigentlich ist die Seite ja flauschiger, aber ich liege dann doch lieber auf der Seite, damit ich ja nicht auf dem Ventil liege. So, man kann das Ding relativ simpel durch dieses eine Ventil bedienen. Das ist ein Rückstoßschlag oder wie die heißen, Ventil. Das heißt, die Luft geht nur raus, wenn man da den Finger reinsteckt. Oder alternativ dieses kleine Nopselchen. Dieses Nopselchen kann man da auch reinstecken und dann bleibt das auch offen und dann hat man das Ventil, das Kissen ruckizucki leer. Aber im Grunde ist das vollkommen egal, weil das ist ein Kissen. Dann machst du halt Press, drückst da drauf. Na? Vorführeffekt. Und dann ist das Kissen auch klein. Und ob man das jetzt auf Mini-Packmaß zusammenpackt, das mache ich natürlich gleich zum Vorzeigen, oder es halt so einfach in den Rucksack schmeißt, scheißegal. Also, es ist gemütlich, es hat eine tolle Form, es ist sehr, sehr einfach und schnell aufgepustet. Hat keine große Isolierung drin oder sowas, ist einfach nur ein Luftkissen. Und je nachdem, wie viel Luft man da reinpustet, hat man es halt fest oder weniger fest. Es wird halt nicht allzu hoch. Ja? Also wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr reinpuste, dann ist es noch ein Ticken höher als so. Aber viel mehr wird es nicht. So, dann hat es hier noch eine Schlaufe und da noch eine Schlaufe. Die sind dafür gedacht, dass man sich da noch eine Strippe dran macht. Da gibt es auch so Spezialstrippen, die man bei Expert kaufen kann. Und dann kann man sich das quasi hier direkt an der Isomatte festmachen, dann verrutscht es auch nicht. Ist für mein Schlafverhalten nicht notwendig, für wen das interessant ist, ist das ein Thema. Das Ganze ist sehr rutschgehemmt, also wenn ich mir Mühe gebe, das zu verrutschen, dann geht das schon, aber ich muss mir echt Mühe geben. Beim Draufliegen, wenn es einmal da liegt, dann bleibt es da auch liegen und als relativ ruhiger Schläfer hatte ich jetzt noch nie die Schwierigkeit, dass mir das Kissen irgendwie von der Isomatte gerutscht wäre oder sonst wie. Vielleicht einmal so ein ganz kleines bisschen, dann legst du es halt wieder hin und dann ist wieder gut. Ja, also tolles Kissen, gefällt mir gut. Farbe gefällt mir, das Problem bei den anderen Expertkissen. Airpillow ULM nennt sich dieses Ding. Bei den anderen Expertkissen ist teilweise die Farbe so gar nicht meins. Ja? Und hier ist die Farbe eben in Ordnung. Gibt die teilweise noch größer, gibt die teilweise noch ein bisschen schwerer vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter Kompromiss zwischen Gewicht und Komfort. Und wer jetzt sagt, mit dem Kissen schlafe ich besser, dann würde ich dieses Ding halt einfach mal empfehlen wollen. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich habe es nicht geschenkt bekommen, ich habe es mir ganz regulär gekauft. Es gibt keinen Werbedeal mit Expert oder mit sonst irgendjemandem. Ist ein Kissen. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Dazu gehört dieser Packbeutel. Da passt dann auch rein, wenn man es entsprechend klein macht. Ob man jetzt zum Kissen einen Packbeutel braucht, das weiß ich nicht. Vielleicht noch ein ganz paar Anmerkungen. Erstens, waschen, Wasser, Seife, irgendwie Handwäsche ein bisschen sauber machen. In die Maschine schmeißen soll man es wohl nicht. Kann man wohl auch nicht, beziehungsweise darf man nicht, wenn man nicht irgendwas kaputt machen möchte. Das Material ist jetzt nicht super stabil, das heißt, es ist kein Sitzkissen. Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, gerade je nachdem, wenn man ein bisschen schwerer ist und wenn man das auf einen Stein legt oder sowas und hockt sich dann drauf. Ich glaube nicht, dass es das lange mitmacht. Ja, da hat man aber wahrscheinlich schon recht flott ein Loch. Und ich hatte mal gedacht, das Kissen könnte vielleicht eventuell undicht sein, aber dann ist mir wieder klar geworden, nö, ist nur Physik, weil wenn ich das jetzt prall aufpuste, ja, und ich mache das ja grundsätzlich mit dem Mund, man kann da theoretisch auch einen Pumpsack für nehmen, aber ist Quatsch, ne, dafür ist das viel zu klein. So, das ist jetzt ganz, ganz prall. Und jetzt habe ich das ja eben mit Atemluft aufgepustet. Ja, und die ist per se nun mal warm, ne? Kommt ja aus der Lunge. So, und jetzt wird es kalt des Nachts. Und das Kissen kühlt logischerweise auch ab. Und die Luft im Kissen kühlt auch ab. So, und was macht kalte Luft? Die zieht sich zusammen. Und was ist dann drin im Kissen? Weniger Luftvolumen. Und deswegen kommt einem es dann so vor, als wäre das Kissen irgendwie platt, beziehungsweise man hat weniger Luft im Kissen und morgens liegt man auf einem halbplatten Kissen. Das ist Physik, das lässt sich nicht vermeiden. Ganz einfach. Ja, also es gibt so Sachen, dafür gibt es technische Lösungen. Es gibt Sachen, für die gibt es keine technischen Lösungen.
wirklich cooles Teil, kann man ja auch generell für die Busfahrt, wenn man Bus fährt, fürs Flugzeug oder sonst irgendwie verwenden als Reisekissen. Aber vor allen Dingen eben zum Schlafen. Es passt in meine normalen Mumienschlafsäcke toll in die Kapuze. Und wenn ich jetzt eben, wie zum Beispiel jetzt im Sommer, mit einem Quilt arbeite, der gar keine Kapuze hat, dann passt es eben wunderbar auf die Isomatte und dann liegt es da und dann habe ich es bequem. Das war's. Ja, mir fällt mir beim besten Willen nicht ein, was ich zu dem Ding noch sagen soll. Ich hab's lieb. Es sorgt dafür, dass ich besser schlafe und ich schlafe. Wenn ich dann schlafe, dann schlafe ich durchaus auch ganz gerne. Auch wenn ich jetzt nicht ein Mensch bin, der unglaublich viel schläft. Ich brauche eigentlich nur so 6 bis 7 Stunden, dann bin ich eigentlich schon glücklich und zufrieden. Gut, egal. Das war's. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.